Hey Leute und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ihr seht schon, ich stehe gerade nicht von den Barnacles, sondern bin mit dem Explorer-Account wieder unterwegs. Und hier habe ich einen recht schönen Wasserplaneten gefunden. Und dort hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, jetzt ziemlich genau in der Mitte des Bildschirms, da ist noch ein zweiter Planet. Und zwar ist das auch ein Wasserplanet. Und beide sind sogar terraformierbar und von mir sogar noch als erster entdeckt. Natürlich ganz weit draußen. Die Chance, dass hier schon jemand war, ist dann doch sehr gering. Schalt mal wieder zurück. Moment. Halt, hör auf damit. So, und zwar ist das ein Doppelplaneten. Sind das zwei Doppelplaneten? Kleiner, großer. Wir sind gerade bei dem kleineren. Und beide sind halt terraformierbar, wurden noch nicht entdeckt. Das heißt, alleine die beiden dürfen schon um die 1 Million bringen. Eventuell sind hier noch die beiden terraformierbar. Wir können uns ja mal anschauen. Vielleicht sogar noch der hier hinten. Mal gucken, wie weit ist denn das weg? Ja. Können wir mal probieren, dass wir da mal noch hinfliegen. Tja, ich stand noch eine Weile vor den Barnacles. Da ist nichts passiert. Und als ich mich heute eingeloggt habe, waren da komischerweise keine Knospen mehr da. Da war schon alles abgeerntet, nun weiß ich nicht, war da jemand vielleicht und hat das alles weggeschossen? Und vor allem die Siedlung ringsrum, die kleine Siedlung mit den Türmen und den Drohnen, war nichts mehr davon da, war alles weg. Also irgendwie hat sich da was verändert, vielleicht hat da auch das Ereignis jetzt kürzlich stattgefunden, dass deswegen da vielleicht nichts mehr ist, keine Ahnung. Ich stehe dort rum und es passiert halt aber gerade nichts, gar nichts. Weder das Ereignis, noch sind die Verteidigungsgeschütztürme da, noch die Drohnen, alles weg und wie gesagt auch alles abgeerntet, keine Metalllegierungen da, nicht mal mehr die kleinen sind da, also wirklich komplett abgenutzt. So, deswegen, ich bleibe da trotzdem noch ein bisschen stehen und schaue mir die Sache heute Abend oder morgen nochmal an, vielleicht kommen die Dinger wieder. Hier oben ist der andere Planet, der größere, die größere Wasserwelt. So, in der Zeit, in der wir da hinfliegen, können wir ja mal schauen. Halt, stopp. Bist Kolonia, sind sie jetzt nur noch. Oh, das macht Mut. 36.000 Lichtjahre. Toll. 10.000 mehr, als wenn ich von Sol oder so bis zu Sagittarius A fliegen würde. Oh Gott. 36.000 Lichtjahre. Das sind 1000 Lichtjahre, brauche ich ungefähr 34 Sprünge. Irgendwas um die 1200 Sprünge. 1200, 1300 Sprünge bräuchte ich noch bis nach Kolonia. Und dann ist es nochmal eine ganze Ecke bis nach Toluku zurück. Vielleicht haben wir wirklich Glück, dass wenn ich mit der hier zurück bin, dann vielleicht doch mal wieder ein Explorer-Community-Event stattfindet. Derzeit gibt es wohl wieder zwei, hatte ich gelesen. Ich weiß gerade aber nicht genau wo und welche das sind. Ich glaube ein Handels-Community-Event ist dabei und was war das andere? Irgendwas mit Kämpfen noch. Bei demselben System, müssen wir mal gucken. Sind seit Donnerstag aktiv wieder. Donnerstag kommen ja dann immer die Community-Events, die gehen ja dann eine Woche oder wenn die vorher beendet sind, dann starten die neuen meistens auch wieder erst am Donnerstag. Das ist so Nummer 1 gescannt. Schauen wir uns den zweiten mal noch an. Also die sehen jetzt nicht so sehr vielversprechend aus, aber könnten trotzdem welche sein, der terraformierbar ist. Tatsächlich, der ist es. Und vielleicht alle anderen hier auch in der Reihe. Das wäre natürlich krass. Also wir schauen mal. Der ist auch terraformierbar. Das ist hier abgefahren. Der andere ist gleich hier in der Nähe. Dann schauen wir uns mal die anderen an. Vielleicht sind ja alle terraformierbar. Das wäre der absolute Hammer. Also rein von der Textur halt hier jetzt in der Übersicht sieht das erstmal danach aus. Und vom Abstand her, naja, die ersten zwei könnten da vielleicht, beziehungsweise der erste ein bisschen zu nah dran sein. Letztens habe ich im Forum eine Frage gelesen, vielleicht interessiert dir ja den einen oder anderen auch, dass wenn du zum Beispiel, du kommst in ein neues System rein, du siehst vor dir bloß den Stern und du scannst dann mit dem Aufklärungsscanner. Von mir aus mit dem Fortgeschrittenen, egal. Und der Scanner zeigt dann an, da zeigt er direkt den Stern an, ein Objekt gefunden und dann meinetwegen noch
25 weitere Objekte gefunden. So, und dann schaust du dir die Übersichtskarte an und es sind meiner Meinung nach meinetwegen bloß hier unten die zu sehen, ne? Ein Objekt, zwei Objekte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo sind denn die restlichen? Oft ist es so, dass die Dinger hier zusammengefasst werden. Hier steht halt bloß dieser Asteroidenbereich, aber das sind in der Systemliste links im Schiffsmenü sind das immer mehrere von diesen Asteroidenfeldern. Also die werden in der Übersicht plus als 1 dargestellt, sind dann aber hier drüben deutlich mehr immer. Also nicht wundern, wenn mal mehr Objekte angezeigt werden, als dann zu sehen sind. Das passt dann schon. So, was haben wir hier? Auch der ist terraformierbar. Okay, krass. Da fliegen wir jetzt die anderen beiden noch an. Warte mal, was wäre das für einer? Das ist zum Beispiel dieses Asteroidenfeld. Das auch. Ja, das auch. Okay, dann ist das schon der nächste. Ey, wie abgefahren wäre das denn? Alter. Das wären dann, warte mal, wie viel waren das jetzt? Ich habe es mir nicht gemerkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Planeten. Na, erstmal schauen. Ich wollte eigentlich bloß jetzt zeigen, dass da die beiden Wasserwelten so nah beieinander sind. Dann auch noch terraformierbar. Wieder mal Glück gehabt. Und dass hier natürlich noch alle anderen vielleicht. Das wäre auch mal wieder was Neues. Und vor allem ein schöner Beginn für eine Folge. Sonst hatten wir meistens Pech, dass ich dann ein paar Explorer-Folgen immer mal gemacht hatte. Und genau in den Folgen meistens, ab und zu hatten wir auch mal richtig Glück, aber meistens nicht wirklich was passiert ist, beziehungsweise nur wenig gefunden wurde. Und direkt ein Sprung nach den Aufnahmen kam direkt ein System mit geilen Objekten und hast du nicht gesehen. Naja, aber da fängt das hier schon ganz gut an. So, ich sehe schon, dass da oben ist wahrscheinlich dann. Achso, nee, das ist die eine Wasserwelt, die wir hatten. So, wir hatten den. Auch der ist terraformierbar. Okay. Dann fliegen wir jetzt mal zum ersten, vom Stern aus gesehen. Der ist halt verhältnismäßig nah dran. Aber. Warte mal. Der Stern, der ist auch relativ klein. Also so die Hälfte vielleicht von unserem Stern, ein bisschen mehr. Deswegen wäre es gar nicht. Ja. Hängt das terraformierbar nicht damit zusammen, wie weit die Planeten weg sind? Also es kommt ja darauf an, auf die habitable Zone, wenn ich zum Beispiel nach einem erdähnlichen Planeten oder nach einer Wasserwelt suche. Oder vielleicht sogar nach einer Ammoniakwelt, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Ammoniakwelten haben da nochmal andere Bedingungen. Aber wie ist denn das bei terraformierbaren Planeten? Müssen die in der habitablen Zone liegen oder können die auch weiter dahinter oder weiter davor liegen? Da kommt es wahrscheinlich auf ein paar andere Umstände noch drauf an. Ah, schade, schade. Da gucken wir uns aber trotzdem den letzten noch an. Einer, der ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu nah dran. Denn von hier bis zum Stern sind es nur 118 Lichtsekunden. Na gut, vielleicht ja der letzte noch. Dann hätten wir wenigstens 7, selbst 6 Stück in einer Reihe. Von hier bis hier hinten hin alle terraformierbar. Das ist schon unglaublich geil. Das sind ja alleine 2 Millionen oder so in dem System. Ich gehe kaputt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Erstentdecker. Weiß ich nicht. Naja, schön. Okay. Krass. Drückt mal die Daumen, dass der letzte wenigstens noch terraformierbar ist. Hier oben, tut mir leid, dass ich jetzt so oft hin und her switche. Hier oben, der ist vielleicht auch terraformierbar gewesen. Da habe ich nicht angehalten. Wir müssten eventuell nochmal auf dem Planeten landen. Ich brauche ein bisschen Arsen. Ich hatte ja letztens erzählt, ich habe Polonium ganz gut gefunden. Ich hatte nicht mehr viel und habe jetzt wieder 14. Da kamen 12, 9 oder 12 direkt hintereinander. Arsen bräuchte ich und Niobium und Yttrium. Der Rest natürlich auch, aber Arsen und Niobium wären nicht schlecht. So, da wird er schon gescannt. Und schade. Naja, 6 von 8. Sehr, sehr geil. Das muss ich mir mal abspeichern, das System. So, Moment. Dass ich es hier ganz reinkriege. Eventuell. Muss mal gucken.
Moment. So kriege ich das dann zusammen. Ihr werdet wahrscheinlich schon sehen, wofür. Okay, dann springen wir einfach in das nächste System. Vielleicht haben wir dann nochmal so ein Glück. Aber das kommt ja selten. Einmal alle 20, 30 Sprünge vielleicht vor, dass man mal so ein gutes, sehr, sehr gutes System hat. Vielleicht sogar noch weniger. Aber dass wenigstens immer mal Wasserwelten oder erdähnliche Planeten oder Terraformierbare dabei sind, dann schon öfter. Terraformierbar kommt sogar relativ oft vor. Habt ihr, na gut, jetzt gesehen. Aber oft nehme ich die tatsächlich gar nicht mit oder fliege die an, wenn ich nicht direkt sehe, dass es eine Wasserwelt oder Ammoniak oder erdähnlicher Planet ist. Die rein terraformierbar, die sehe ich dann zwar und denke mir, ja, das könnten welche sein, aber die lasse ich dann tatsächlich oft aus. Ist vielleicht ein bisschen doof jetzt, nachdem die so viel Geld bringen. So, was haben wir hier? Na komm, Textur, lad nach. Der könnte... Ja, das könnte vielleicht einer sein. Schauen wir mal hin. Hier ein paar schöne... Ui, der ist aber groß. Ach ne, der wirkt bloß so groß, weil die anderen relativ klein sind. Der ist gar nicht groß. Lass uns mal den einen anfliegen. Was ich ja seit Jahren nicht gemacht habe, sind die Umlaufbahnen. So, da bin ich schon mal schräg geflogen. Ich hatte die ja dann damals ausgestellt. Erstens, weil das Anti-Lasing dort irgendwie nicht anschlägt. Warum auch immer. Zumindest nicht... kommt drauf an, wie ich gerade das Schiff halte. Und zum anderen, weil mir das in manchen Systemen, die jetzt irgendwie 100 Objekte oder so haben, oder selbst bei 40 Objekten, sind mir das dann zu viele Linien. Ich weiß nicht, ich bin es einfach gewohnt, ohne die Dinger mittlerweile zu fliegen. Ich weiß gar nicht, sieht man die denn im... Ah ja, okay, sieht man auch. Und da sieht man auch... Huch! Was ist denn das für ein blauer Kreis? Hä? Das ist neu, das kenne ich so überhaupt nicht. Ist das, weil ich den anvisiert habe? Das probiere ich gleich mal aus. Okay, das sieht ganz nett aus. Ich weiß aber nicht, wofür das ist. So, da ist er gescannt. Ah, nee, sehr häufige Vorkommen. Okay, warte mal, ich teste das mal, wenn ich den da hinten jetzt auswähle. Warum sind da die blauen Kreise? Ich lasse die jetzt mal drin. Ich möchte mal schauen, woran das oder was das zu sagen hat. Ihr wisst das wahrscheinlich und werdet es mir in die Kommentare posten. Jedenfalls bin ich mir immer noch unschlüssig, wenn ich denn in Kolonia ankomme, ob ich dort vielleicht ein bisschen verweile, bevor ich zurückfliege nach Toluku, aber eigentlich möchte ich schon, eigentlich war ja auch der ursprüngliche Plan von vor einem Jahr, dass ich dann komplett zurück nach Toluku fliege und dort alles abgebe. Es sei denn, es findet zufällig ein Community-Event für Explorer statt, dass ich die Daten da abgebe und nochmal extra Credits mitnehme. Ja, sonst halt alles in Toluku abgebe, aber mittlerweile ist ja Kolonia entstanden, das war ja ganz am Anfang noch nicht, als ich losgeflogen bin, das kam erst kurz danach. Okay. Moment mal, 21 Lichtsekunden bloß, jetzt bin ich schon viel zu weit wieder weggeflogen. Weil halt in Kolonia schon ein bisschen abgebe an Daten. Ich weiß es nicht. Wenn was passiert zwischen Kolonia und Sol oder Sol und der zivilisierten Blase, dann könnte ich mich natürlich umso mehr in den Arsch speisen. Aber bisher ging es ja gut auf, weiß gar nicht, wie viele Lichtjahre sind wir denn mittlerweile geflogen? Da kommt ein bisschen schon zusammen. Ja, 92.000, 93.000 Lichtjahre, das geht. Ist aber auch ein netter Anblick hier. So nah wieder mal an der Sonne dran. Und der grüne Bereich ist wahrscheinlich der Bereich ringsrum um den Planeten, den ich mich ohne Probleme annähern kann. Bevor es mich dann aus dem Supergroß rausschmeißt, oder?
sind auf jeden Fall einige neue Linien dazugekommen, seitdem ich die das letzte Mal anhatte, wirklich ganz am Anfang. Ich glaube, ich muss die direkten Folge spätestens 10 oder so abgestellt haben vom ersten Let's Play noch. Und das ist schon eine ganze Weile her. Na gut, lasst uns weiter. Klasse, wir haben in einer Viertelstunde ganze 3 Systeme gepackt, aber das erste hat halt ein bisschen an Zeit in Anspruch genommen. Hat sich aber sehr gelohnt. 6 von 8. Klasse, echt spitze. Kann man in Colonia sein Schiff reparieren? Weiß das jemand? Bestimmt, ne? Vielleicht können wir auf dem Rückweg die kleinen Außenbasen, die da nochmal entstanden sind. Ah ja doch, der grüne Ring dürfte der Sicherheitsbereich sein, um den Stern zum Beispiel. Diese kleinen Außenbasen, die zwischen Colonia und der Blase entstanden sind, dass wir die vielleicht dann nochmal anfliegen. Ich glaube, 1 oder 2 sind sogar noch markiert als Lesezeichen für den Hinweg. Da bin ich, 1 oder 2 sind wir, ich glaube 2 sind wir angeflogen. So, gibt es denn hier zum Beispiel Arsen? Schau ich mir mal an. Wenn die so nah dran sind am Stern, können wir da ruhig mal hin. Huch, hingucken, da bin ich direkt zu schnell, weil ich schon sehr nah dran bin. So, jetzt aber. Oder bedeuten die blauen Kreise, dass ich... Nö. Bedeuten die blauen Kreise, dass ich... dass ich von der Geschwindigkeit her gut unterwegs bin. Beziehungsweise nicht zu schnell, wenn ich auf dem Planeten vielleicht landen möchte. So, gibt es hier Arsen? Nein. Ui, was sind das für eine kleine Knulle? 399 Kilometer bloß. Er sieht wieder kartoffelähnlich aus, könnte ich wetten. Vielleicht finden wir dort Arsen, das wäre ganz witzig. Lass uns mal hinfliegen. Wenn wir schon mal unter 400 Kilometer Radius wieder mal entdeckt haben, können wir uns auch mal anschauen. Die Linien, die haben natürlich jetzt einen Vorteil, wenn ich zum Beispiel jetzt ein bisschen wie zu dem nächsten Planeten ein bisschen weiter rausfliegen möchte, dass ich sehe, wo die anderen Bahnen lang gehen, dass ich vielleicht dann eher so fliege, dass ich nicht nah an einem anderen Objekt vorbeikomme, was mich dann im Supercruise-Modus wieder verlangsamt, dass ich dem halt einfach aus dem Weg gehe. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll, ob ich die jetzt drin lasse. Ich werde es jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen drin lassen, aber... dass die halt nicht so gut durchgängig sind, ne? Das Anti-Aliasing, die flackern ganz schön. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt im Video, wahrscheinlich schon. Ich meine, das Anti-Aliasing auf Maximum, die... das Super-Sampling ist auf 1,5 bzw. 1,75. Ich bräuchte alleine deswegen theoretisch schon gar kein Anti-Aliasing mehr. Naja. So geht's, ne? Wenn ich direkt drauf zufliege, ist okay, aber so wie die Linien ein bisschen schräg sind oder sich da ein paar überlappen, wird's eng.
hat natürlich was, wenn man jetzt auf so einen Planeten zufliegt mit ein paar Monden. Das sieht dann schon wieder ganz geil aus. Wie so ein Atomkern. Und ringsrum dann so diese kleinen Protonen. Oder was da unterwegs ist. So, erstaune mich mit deinem Arsen. Der ist so klein, da muss ich echt sehr nah ran, ne? Bestimmt so um die 10 Lichtsekunden, bevor das losgeht mit dem Scan. Noch näher. Ach Gott. Jetzt bei 5 hat es angefangen. Oh, das ist ja niedlich. Ich sehe den kaum, ey, obwohl wir schon unter einer Lichtsekunde dran sind. Jetzt geht's langsam. So, wie sieht's hier aus? Yttrium. Immerhin Yttrium, auch das könnte man gebrauchen, denn Yttrium ist ja das einzige, was von der FSA-Synthese Premium. Ach nee, Niobium war das. Oh. Oh. Ey, geil, die sind aber nah dran. Hallo. Warte mal. Gab's hier auch Niobium? Nee, ne? Gab's das hier? Nö. Vielleicht gibt's das ja auf dem anderen Planeten da drüben. Die sind aber nah beieinander. Uiuiuiuiui. Das ist natürlich fett. Okay. So, wie sieht's hier aus? Niobium. Yttrium auch. Das sind zwei Dinge, die wir brauchen. Dann würde ich dort vielleicht sogar mal landen. Mit Blick auf den anderen Planeten, wenn es geht. So, Gamepad ist angeschlossen für die Steuerung des SRB. Uiuiui. Da ist aber wirklich nicht viel Platz zwischen, ne? Ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass ich hier direkt drauf krache. Da hinten ist der Gasriese dazu. So, wo war er denn jetzt da? Können wir hier runter? Das ist echt ein schöner Anblick. Da stören natürlich diese Linien, also die könnten weg, wenn man in den Kameramodus schaltet. So, besser. Also Niobium und Yttrium hier auf dem Planeten. Denk mal, da werden wir hier mal ein bisschen suchen. Da kann ich immer mal die FSA-Einspeisung noch machen. Und vielleicht, wir müssten, naja doch, es sind glaube ich noch so um die 10.000 Lichtjahre, 8.000 bis 10.000, bis vielleicht wieder der eine oder andere Neutronenstern kommt, dass ich wieder so einen Neutronensternspring machen kann. Das ging ja ganz gut. Nach Sagittarius A konnte ich ja, weiß nicht, 10.000, 20.000 Lichtjahre, also 10 bestimmt nur durch Neutronensternspringen machen. So, dann suchen wir uns mal irgendwo einen geeigneten Landeplatz. Geil, genau so wollte ich das haben. Da hinten ist sogar noch der andere. So, Fahrwerk bitte ausfahren. 0,13G. Ja. So, und jetzt der Planet dort vor uns, der ist schon sehr klein. Und gerade mal 400 Kilometer im Radius. Und den kleinsten, den ich gesehen hatte, mit 140 Kilometer im Radius, ist nochmal weniger als die Hälfte so groß. Also sehr, sehr klein schon. Und ich hoffe, wieder mal so einen zu finden. Allgemein hatte ich bloß 2 oder 3 gefunden, die Größe hatten, so um die 140, 150, 160.
alles andere deutlich größer. Lässt mich nicht landen. Vielleicht woanders. Jetzt geht's. Super. So, ein SAV ist noch dabei. Die andere Bucht ist leer, der ist kaputt. Klasse. Ja, ach komm, wir fahren einfach noch ein paar Meter. Ich hänge mal ein paar Minuten dran. Ich kann es nicht lassen. Was haben wir denn hier drüben? Sieht mir wieder nach Bronzit-Kontrit aus. Sieht halt aus 100% Hülle. Aber es waren, glaube ich, bloß noch 40% Treibstoff oder so, ne? So, davon. So, das Schiff, das schicke ich direkt mal weg. Davon brauche ich nichts, vielen Dank. Vielleicht noch irgendwo was anderes. Das war das Schiff. Da weiter hinten. Mesosiderit dürfte das sein, mit einem Strich. Immer dran denken, ich habe bloß noch den einen. Der muss noch mindestens bis nach Kolonia reichen. Ich weiß gar nicht, wobei ist mir der andere draufgegangen. Ach doch, ich weiß es. Da hatte ich gerade die Rift neu und habe die natürlich, klug wie ich bin, mit dem Explorer-Account ausprobiert und da ging mir direkt der eine Buggy nach ein paar Minuten flöten. Ich da, naja, das ist schon was anderes mit dem Ding auf dem Kopf. Hier? Sag mal, zittert die Oberfläche? Die Texturen wackeln so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, ich falle hier nicht wieder durch den Boden, wie ich es neulich mal hatte vor 2-3 Wochen. Als ich immer so durch den einen Boden gefallen bin bei dem einen Planeten. Mangan, Schwefel, Cadmium brauche ich alles nicht. So, ich fahre weiter Richtung Planet. Deswegen bin ich ja so gelandet, dass ich den immer vor mir habe. Oder halt meinetwegen dann noch da hinten irgendwo da den Gasriesen als Anhaltspunkt. Nehme ich immer viel lieber, als immer mich auf die Koordinaten zu konzentrieren. Also auf die, ja, oben die, na, Gradzahl. Rolle und Salto. So, der nächste Mesosiderit. Jawohl. Piu. Nö, auch nichts dabei. Von dem Kram habe ich echt viel. Teilweise 40, 50, 60 Stück. Ah, da kommt doch was Gutes. Das sieht doch gut aus. Das dürfte Ausbiss sein. Erste und letzte, also erste und vierte Linie ist Ausbiss. Zweite und letzte, das ist dann metallischer Meteorit. Also gut, dann hätten wir drei von den vier möglichen schon mal gefunden. Vielleicht finden wir dann ja noch einen metallischen Meteoriten. Oh, 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 oh. Da, da. Jawohl, Ausbiss.
Weiß nicht, wie sieht es denn bei Zink aus? 23. Ja, nehme ich jetzt einfach mal mit. So, passt zwar dann nochmal Zink oder sowas. Mangan, Phosphor, Kohlenstoff, Nickel, alles genügend dabei. Halt, da wird mir nochmal Ausbiss angezeigt. Also Ausbiss, Mesosiderit und metallische Meteoriten. Auf alle Fälle immer mitnehmen. Bronzitkondrit, ja, wenn es mit auf dem Weg liegt, okay. Wenn nicht, dann unbedingt anfangen würde ich es nicht. Es sei denn, man braucht Eisen, Schwefel, Phosphor, sowas in der Richtung. Dann auf alle Fälle die Dinger mit anfahren. Die haben das immer dabei. Gibt es eigentlich Planeten, auf denen es kein Eisen gibt? Ich glaube nicht, oder? Salto. Ach, hoch genug. Doppelsalto. Ui, das wird knapp. Boah, easy. Junge, da hat nicht viel gefehlt, wa? Uiuiuiui. Ich sollte es lassen, also ich kenne meinen Übermut. Rechts von uns nochmal aus, bist super. Da kommt aber sehr viel raus, ne? Also hier, das waren jetzt locker 6 oder vorhin 7 sogar. An kleinen Bröckchen. Das Ausbiss sogar noch ein bisschen besser als Bronzitkondrit, wenn man halt die einfachen Materialien möchte. Ich glaube, der geht schon ein bisschen unter da hinten, der Planet. Müssen wir mal beobachten. Entweder das ist hier hügeliger, dass da hinten ein paar kleine Hügel im Weg sind, dass der so untergegangen erscheint. Das sind sogar noch 2 Stellen. Da links vorne, ich glaube da sehen, ist das der Brocken da direkt vor uns. Ja, ich glaube. Der schwarze da hinten. Und rechts von uns dann nochmal. Oh, Schwefel. Habe ich denn noch Schwefel dabei? 47. Dann nehme ich einmal mit. Dann habe ich 50. So. So, hier war da rechts von uns noch irgendwo. Ach, hier vorne gleich. Irgendwo hier. Wahrscheinlich hier hinter der Kuppe gleich. Da. Auch nochmal Ausbiss. Leider keine seltenen, aber Ausbiss bietet dann doch viele andere Materialien. Na gut, ich würde sagen, ich suche noch ein bisschen weiter nach Yttrium, Niobium hauptsächlich und ja, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Schönes Wochenende noch und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.